die mich da beschossen hat. Da ist er ja. Scheiße. Scheiße! Wo geht's hier runter? Wo geht's hier runter? Da. Was für ein Sprung. Und, ups, das nehmen wir natürlich... Ja. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Darf nicht fehlen. So. Den hätten wir auch erwischt. Da ist eine Bank. Ja, geht weg, ihr Gefallen. Hören wir den mal zu. Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Oh, Robert wird an einer Beerdigung teilnehmen. An der Beerdigung. Da, 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 da. Ach du Scheiße. Naja, erstmal würde ich sagen, retten wir den Bürger der Nöten. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Versuch! Ach man, Pissnelke, komm her. Alter, wie er nicht immer kontern muss hier! Stinkt am Pisser! Alter, elender Straßenpenner! Welche Parken da die Schlamme alle aus und das... Nicht mit mir! Oh, schöne Strumpfhose übrigens. So. War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Mhm. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Coole Sache. Jawohl, die haben wir auch gleich. Aussichtspunkt. Er wird sich verletzen. Wer könnte das getan haben? Und wenn das passiert, werde ich ihn nicht tun. 19 von 100. Wow. Das ist ja schon fast ein Fünftel. Euer Leben ist verwirrt. Was ist mit meinem Leben? So. Hoch mit dir. Und hier hoch und da hoch und überhaupt hoch. Ja. Jawohl. Synchronisieren wir mal. Schön, schön. So, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Vier von sieben haben wir schon. Warte. Warte. Ist er nicht BAM! Heul, woanders rum. Ah, Scheiße! Verpiss dich. Ja, genau. Alter, wie der jeden meiner Schläge kontert. Ja, das kann ich auch. Und jetzt bist du dran. Bam. Da
Schieb ab. Arm gebrochen und Rücken aufgeschlitzt. Einmal schön. So. Noch eine Minute und sie. Alter, die haben aber auch schicke Strumpfhosen an. Kann ich bloß immer wieder sagen, ne? Das ist echt geil. Also, mit geil meine ich ekelhaft. Nicht? Ja, da oben ist, glaube ich, eine Flagge gewesen. Darauf scheiße ich jetzt mal. Och nee, die nerven mich auch. Oh, cool. Warum darf man eigentlich nicht auf die Dächer? Ich meine, wenn es Wege auf die Dächer gibt. Oh, cool. Aber da komme ich so nicht ran. Jawohl, das war doch schon mal gut. Was? Was haben die geredet? Was reden die? Egal, wir synchronisieren jetzt mal hier. Mal wieder, wieder mal. Oh, da ist eine Flagge auf der anderen Seite. Ist mir zu weit. Abwärts geht's. Und was haben wir hier? Informantenherausforderung. Ist genommen. Ah, Wange hat gejuckt. Nein, geht nicht. Schön euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tarik etwas gesehen oder gehört. Jetzt müssen wir zu Tarik. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Okay. Ab geht's zu Tarik. Er wird jemandem schaden, das weiß ich genau. Wenn ich nicht schon gesehen hätte. Ich kann bloß hoffen, dass er auch auf Dächern ist und sonst mal hier einfach wieder so einen Dachsprung in Richtung Straße. Runter mit dir. So. Hier lang. Hopp. Und hopp. Nice. Ich freue mich schon richtig gerade auf den zweiten Teil. Ihr kommt zur rechten Zeit, alter Ehr. Oh, geil. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Okay, die schaue ich mir noch mal kurz an. Anhang ansehen. Oh, okay, da werden Wachen sein. Hier sind Eingangswachen. Egal. Ich werde mal sehen, wie ich da hinkomme. Habe ich immer so gemacht, mache ich jetzt auch so. So, eine Befragung. Oh, ja, tut mir sorry. Lauf. Lauf. Kann er sich mal entscheiden? Oh. Alter, ich glaube, es hackt bei dir. Frechheit. Greift er mich einfach von hinten an. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Oh, guck mal, ein Verrückter. Und noch einer, da ist noch einer. Ah, verdammt. Scheiße. So. Scheiß drauf. Juhu. Ich bitte euch, nur eine kleine, eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Er will mich umbringen. Volk von Jerusalem. Wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. So, damit habe ich wieder alle. Wie Brüder, heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab.
Gut, dann will ich mal wissen, was der sozusagen hat. Sozusagen. Warte, an der Gasse schlag ich ihn zusammen. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Alter, ich kann nicht sehen gerade. Möge der Allmächtige den Schulden stellen, würde ich um Hilfe rufen. Schieb ab. Alter. Verpiss dich! Dass immer diese Pissnäcken mir auf den Sack gehen müssen, ne? Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Alter, willst du wohl sterben? Alter, am liebsten würde ich die fette Qualle da, die Backpflaume noch abstechen. Meine Fresse. Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Jawohl. Okay. Zack, wähle ich schon mal aus. Während er dann noch langsam umkippt. Sehr theatralisch. Mir kommen die Tränen. Und nein, ich will hier rauf und hier synchronisieren. Schick, schick. Oh, was haben wir da? Informantenherausforderung. Bogenschützen ausschalten. Warum rennt er so? Vorsicht jetzt! Jawohl! Ich werde euch in die Schranken weisen. Na, das will ich sehen. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Ja, das wäre sehr nett. Du kannst nicht davonlaufen! Auf den Ungläubigen! Du misch dich ein? Bereitet euch vor! Ah, One-Hit-Kill. Also, endlich treffen wir uns. Okay, aus dem Weg. Oh. Verdammt, das war nicht mal Absicht. Ah, der ist doch schon tot. Was soll denn die Scheiße, ey? Super, jetzt habe ich meinen Vorteil verwirkt hier. Ich hätte die direkt noch einen wahrscheinlich so abpacken können. Scheiße. Verdammt. Verdammt! Wie ich bei so ziemlich jedem One-Hit-Kill mache. Mit dem Schwert, das ist einfach lortig. Ja, bei Gelegenheit. So, genau, Informantenherausforderung, Bogenschützen ausschalten dürfte das sein. Das ist wahrscheinlich oben auf den Dächern, deswegen kann ich da doch jetzt schon mal hochklettern. Und bin oben. Oder aber auch nicht. Woo! So, also. Alter, hier mein Freund.